Moment, wo sind wir hier eigentlich? Ah, jetzt sind wir eh wieder hier beim Schiff. Ja, ich gehe mal zum Schiff speichern. Ich möchte aber nicht nochmal nach Marida. Aber ich glaube trotzdem, dass wir... Gut, wir haben jetzt wieder mehr Energie, das ist der Vorteil. Wir werden jetzt wieder nach Marida gehen. Und wir müssen unten den Tunnel entlang. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir da dann echt irgendwann diesen Greifarm bekommen. Mit dem wir dann weiterkommen. Ist jetzt so meine Idee hinter der ganzen Geschichte. Ja? Schauen wir mal. So, speichern abgeschlossen. Ja, das freut mich sehr. Aber wir müssen runter nach Marida. Marida, Marida, Marida. Ich mag dich gern, obwohl eigentlich doch nicht. Ich hasse Marida. Oh. Beinahe hätte mich jetzt das Viech gehabt. Aber hey, so, einmal hier bitte kurz Bomben legen. So, weil wir wissen, dass wir da runter müssen. Wie war denn der Weg jetzt eigentlich nochmal? Also müssen wir zuerst mal hier nach Brinstar. Also wir haben jetzt in den letzten 10 Stunden irgendwie des Spiels, nein nicht ganz, weil wir spielen noch nicht so lange, aber in den letzten Stunden des Spiels haben wir genau gar nichts geschafft. Das ist schon leicht bedenklich. Ja, und ich entschuldige mich ein bisschen für das Geruckel im Video, aber ich krieg's leider nicht besser hin, weil ich spiele ja über einen Emulator und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Mein PC schafft das einfach nicht besser zu capturen oder ich bin zu blöd, um die Einstellung richtig einzustellen. Eins von beiden, wahrscheinlich eher zweiteres. Aber ich denke, es geht so auch halbwegs, oder? Oder ich meine, wenn es unerträglich ist, dann müsst ihr dann... Ja, toll, das haben wir gut. Dann müsst ihr einfach... Nein! Toll. Dann müsst ihr aufhören zu gucken. Ich kann leider nichts anderes sagen, weil ich bekomme es nicht besser hin. Und das liegt auch ein bisschen daran, weil ich immer noch auf Windows 7 aufnehme und Windows 10 hätte da schon viel bessere Capture-Mechanismen für alle Handcapturerei. Na toll, ich werde sterben. Aber wie gesagt, ich habe noch Windows... Nein, oh, diese Stacheln. Ich habe noch Windows 7. Ja klar, jetzt frisst mich hier alles. Ich bin schon mal besser durchgekommen durch diese Tunnel, muss ich sagen. Naja, gut. Wird schon werden. So, einmal nach unten, bitte. Oh nein, ich falle ganz tief. So, wir fallen weiter. Mittlerweile weiß ich den Weg ja schon so halbwegs zumindest. Nämlich hier müssen wir dann... Dachte ich schon, was ist denn jetzt los? So, hier müssen wir dann einmal das da machen. Ich meine, wäre jetzt nicht notwendig gewesen unbedingt, aber ich habe es gemacht. Ja, toll, natürlich, wir lassen uns von allen treffen. Und da ist noch rechts, oder? Ja. Dann kommen hier nochmal die Tunnel des Todes. Hui. Nämlich der da, wo ich schon mal nicht hochkomme. Wenn ich nicht laufe und rechtzeitig springe, was manchmal sehr schwierig ist. Hui. Gut, und einmal die beiden da kaputt hauen. Da und ich auch noch. Na? Schaffen wir das? Danke. Ja, es ist irgendwie witzig. Ich nehme ja natürlich mit genügend... Also ich habe 60 Frames per Second im Emulator und in der Aufnahme auch und alles. Also das passt eigentlich alles. Aber irgendwie laggt das trotzdem ein bisschen dahinten. Habe ich zumindest das Gefühl, ja. So stellenweise, nicht immer. Das ist voll komisch. So, hallo mein Lieblingsgebiet. Es ist mir eine Freude, jetzt hier wieder speichern zu dürfen. Ja. Danke, speichern. So. Einmal nach links, dann einmal nach rechts. Ja, oder so. Ja. Klar, Vorbereitung für einen Wandsprung hätte auch gemacht. Das liebe Samus-Ding, ja. Ist ja eine Sie. Die Samus, ja. Gut, also auf ein neues, wir gehen in die Richtung. Und diesmal versuchen wir einfach den Sandtunnel zu durchqueren. Ich weiß jetzt, dass ich die nervigen Raketenviecher mit einer Superbombe irgendwie ausschalten kann. Zwar nicht immer, aber apropos nervige Viecher, apropos Superbomben, gut, haben wir wieder zurückbekommen. Aber schauen wir mal, wie wir das schaffen.
Oder, aha, natürlich werden wir auf einmal ganz schnell, ja, so richtig schnell unter Wasser. Das ist einfach die richtige Physik für Wasser. Wenn man lange genug in eine Richtung geht, dann wird man einfach mega schnell, schneller als an Land. Ja, macht auf jeden Fall alles sehr viel Sinn. Oh nein, ich muss hier raus. So. Toll. Ich nehme die trotzdem mit. Ihr wisst es ja, weil ich brauche die Energiepopel. Ich wollte da zwar jetzt nicht nochmal raus, aber das sind die bekannten Wasserphysiken, ja. Die funktionieren so. Ihr wisst es ja mittlerweile. So ein zweiter Reservetank wäre noch cool. Wobei mich der eh immer nur 50% irgendwie auffüllt, obwohl er eigentlich 100 hat. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, wenn er auf Automatikmodus ist, funktioniert der wahrscheinlich so. Ja, keine Ahnung. Egal. So. Spannendes Gebiet Nummer 1. Also nicht spannend, aber... Toll, warum ist der jetzt nicht gestorben? Tja, jetzt ist er auch nicht tot. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt mit dem, dass ich die jetzt ausschalten kann. Nein, aber ich komme nicht mehr hoch. Habe ich schon mal erwähnt, dass Treibsand scheiße ist. Das Witzige ist ja, ich komme aus dem Treibsand raus und dann flieg ich noch ein bisschen nach oben. Das ergibt alles keinen Sinn. So. Hui. Also die Viecher machen wirklich böse Damage, oder? Gibt's das? So. Hoffentlich ist das Viech tot. Nein, es ist nicht tot. Na toll. Doch, es stirbt. Okay. Mhm. Ich hab immer noch keine Ahnung, wie jetzt die richtige Logik ist, dass ich da wieder rauskomme. Aber es ist kein Problem, wir haben ja Zeit, ja? Dann strecke ich eben das... Oder muss ich... Moment. Nee, ich kann auch mit Bomben nichts machen. Beim Sand komme ich ein bisschen besser raus, irgendwie. Boah, das ist echt bescheuert. Das ist richtig bescheuert, die Mechanik. Es tut mir furchtbar leid. So, wir haben uns wieder irgendwie befreit. Ich meine, vielleicht ist auch vielleicht ist auch die Idee dahinter, dass man da erst gar nicht reinfallen soll, ja. Und deshalb ist es absichtlich so bescheuert gemacht, ja. Dass man einfach sich merkt, so quasi, hey, ich darf hier nicht reinfallen. Weil ich komme nie wieder raus. Das kann natürlich sein, ja. Ich kenne das Spiel nicht. Vielleicht ist das die Intention dahinter. So, diesmal gehen wir nicht da nach oben. Wir wissen zwar, wo wir da hinkommen, aber es bringt uns eh nichts. So. Einmal kurz umgeschalten auf diese da. Und gehofft, dass die Viecher weg sind. Oh. Ach, Seit wann kann ich... Warum kann ich die jetzt auf einmal... Ja, ich verstehe es nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Da komm. Achso, haben wir schon? Okay. Aber wahrscheinlich muss ich mit denen jetzt eine Leiter aus Eis bauen. Damit ich hier... Lalalala. Ja. Bekomme genau ein... Das... Ach Gott, ernsthaft? Ja, ich muss mit denen... Ich muss mit denen ernsthaft... Nee, das kann's ja nicht sein, oder? Du wirst mich doch verarschen, Spiel, oder? Ich komm da sonst nicht hoch. Oder komm ich... Moment. Ich komm da sonst definitiv nicht hoch. Hui! Nee, so nicht. Hui! Moment. Nein! Kann ich da irgendwas machen? Da vielleicht? Nee, keine Chance. Okay.
Okay, das könnte spaßig werden. Muss ich vielleicht ja doch schnell machen. So, ich schieße jetzt einfach mal ganz, ganz schnell. Irgendwo, ja, da ist jetzt das Viech. Okay, ich muss da einfach schnell sein, ja. Hilft alles nichts. Vielleicht mit dem Turboschuss. Moment, so. Also mit dem Turboschuss, so Turbo ist der Schuss ja jetzt auch nicht. Okay. So, okay, ich mache die ersten beiden mal kaputt. Die Frage ist halt wirklich, kommen die wieder raus? Ich glaube ja fast nicht dran, oder? Nee, ich glaube, der kommt einfach doch nicht mehr raus. Und nervt mich jetzt so lange, bis ich tot bin. Also ich muss da wirklich darüber und dann Feuer, 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 Feuer. Oder kann ich die irgendwie? Nee, ich glaube nicht, dass ich die wieder rausbekomme. Ja, komm, ich probiere das jetzt einfach. Weil ich glaube, anders kriegt man es ja sowieso nicht gebacken. Boah, aber ist das eine nervige Stelle? Es tut mir furchtbar leid, das ist echt eine nervige Stelle, ne? So, oder vielleicht geht es auch irgendwie anders. Ja, man weiß es nicht so genau. Gut, ich meine, da, das hilft eh nichts. Muss ich sowieso dann so den da machen. La 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 und ich versuche noch irgendwie da rauszukommen. Ändert aber nichts dran. Nee. Vor allem, ich glaube auch nicht, wenn ich den rechtzeitig erwische, ich glaube auch nicht, dass mir das was hilft, oder? Oder hilft mir das dann was? Oder mache ich jetzt irgendwas ganz Falsches? Es kann natürlich locker sein, dass ich hier irgendwas ganz falsch mache. Aber ich wüsste nicht, wie ich es anders machen soll. Das ist halt mein Problem. So, das klappt hier schon recht gut. Das bringt mir nur nichts. Ja. Ich mache die trotzdem immer schön kaputt, weil sonst behindern mich die beim Rauskommen hier. Gut, ich meine, das machen sie sowieso. Das war wahrscheinlich zu hoch, oder? Natürlich war das zu hoch. Wir warten. Natürlich trifft er mich dann auch noch. Und jetzt, eigentlich müsste ich jetzt ganz, ganz schnell raus hier. Ja? Aber das haut natürlich nicht hin, weil das Spiel es nicht so will. Okay. Hopp. Gut. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Alter, wir haben es geschafft. Boah, ich hoffe, ich bekomme jetzt irgendwas ganz was toll. Ja, ich bekomme hier, ich glaube, ich bekomme hier den Dingens hier. Nein, nicht nach unten. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben, ich will auf keinen Fall sterben. Jetzt habe ich Ansporn, auf einmal nicht zu sterben. Was ist denn jetzt los? Seltsames Verhalten legt der Cloud an den Tag. Was ist denn jetzt los? So, einmal da nach oben, bitte. Ne, toll. Das ist ja über... Nein! Toll, jetzt ist ja auch noch so ein... Ist auch noch so ein blöder Schleim, der jetzt meint, mich hier irgendwie besiegen zu können. Nein! Und mir passiert derselbe Fehler. Nein, nicht nochmal raus. Ich falle jetzt hier in die Tiefe. Nein. Boah. Alter, ich werde hier noch ganz... Ich werde noch ganz kürre. Ja. Aber diese Unterwassergeschichten, die sind echt nicht ohne. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh. Puh, ich... Nein, nicht raus. Ich hab's irgendwie... Ich könnte die Viecher natürlich auch als Plattform verwenden. Wow, wow, das war knapp. Moment,
Ganz vorsichtig. Ich komme hier nicht... Was ist denn jetzt wieder los? Ernsthaft? Nö, du kommst hier nicht raus. Da hast du Pech gehabt. Wie? Was? Willst du mich verarschen? Spiel? Hallo? Sag jetzt nicht, dass das nur ein Rückweg wäre. Von irgendwo. Also ich habe mir jetzt den Arsch... Nee, oder? Das kannst du mir jetzt nicht antun, Spiel. Das geht jetzt nicht. Gut, aber was so... Ich verstehe es nicht. Was? Warum? Oder muss ich mich da nach unten sinken lassen? Moment, das gucken wir hier nochmal kurz. Ja, natürlich fallen wir instant da rein. Ja, was denn auch sonst, ne? So. Nee, es gibt hier nichts. Wenn das jetzt wirklich so ist. Boah, Alter, ich bin jetzt gerade mega salty. Nein, ich wollte... Jetzt lege ich da noch eine Bombe. Ich honk. Gut, ich komme hier eh nicht mehr raus, ja. Jetzt ist nämlich eh... Jetzt ist das Spiel vorbei. Ach, komm. Boah, wie kann man so eine Scheiße überhaupt machen? Es tut mir furchtbar leid. Ich komme nicht mehr raus. Es ist vorbei. Ich bleibe jetzt einfach sitzen, bis ich tot bin. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme echt nicht mehr raus. Ich drück den bescheuerten Sprungknopf. Ich komme nicht mehr raus. Alter, was soll die Scheiße? Ja, natürlich versinken wir wieder komplett im Treibsand. Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, ich wirke jetzt echt salty, aber es ist halt auch echt... Es ist scheiße. Ich weiß nicht, wenn ich den Sprungkopf lange drücke, passiert nichts. Wenn ich ihn kurz drücke, passiert nichts. Wenn ich ihn oft drücke, passiert nichts. Wenn ich ihn ein bisschen drücke, passiert... Ich habe keine Ahnung. Ich komme aus diesem Becken nicht mehr raus. Was aber eh vollkommen egal ist, ja, weil da drüben ja sowieso nichts war. Ich habe mich jetzt angestrengt, dass ich jetzt rauskomme, aber da drüben ist ja gar nichts. Das bringt mir hier gar nichts. Das ist ja vollkommen umsonst. Ich verstehe es nicht. Das ist nicht mal ein Rückweg oder irgendwas. Hier muss doch irgendwas sein. Ich verstehe es echt nicht. Muss ich mich hier vielleicht runtertauchen lassen? Ja, wäre ja zu schön gewesen, ne? Haben wir nur wieder das Problem, dass wir... Ich lege einfach mal überall Bömmchen hin. Wenn rauskommen werden wir wahrscheinlich eh wieder nicht. Hey! Ja? Ja? Komm, hey, wir sind rausgekommen. Nee, weil normalerweise müssten... Nein, nein. Boah, das war knapp. Normalerweise müssten die Dinger ja wohl oder übel aufsprengbar sein. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Es gibt es doch nicht, dass ich hier echt nicht rauskomme. Obwohl ich hier echt... Ich habe jetzt alles gegeben. Aber ich glaube echt, dass ich hier... Dass das nur ein Rückweg ist. Ich habe es leider jetzt umsonst wirklich so angestrengt probiert. Es ist, glaube ich, echt nur ein Rückweg. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ist scheiße gelaufen. Wahrscheinlich ist es doch kein Rückweg und ich müsste da irgendwie mich durch die Wand durchglitschen oder sowas. Aber hey. Naja. Oder können wir hier nach oben vielleicht... Ja, weil da können wir den auch besser erreichen. Aber das ändert ja nichts, oder? Moment, jetzt schauen wir mal.
Nee, da ist auch nichts. Okay, also ich glaube, ich habe das echt... Es tut mir leid, ich habe das echt umsonst gemacht.